Und jetzt ist Zeit für den Todesstrahl. Okay, ist echt übertrieben stark. Aber die Welle endet auch gerade noch nicht. Herzlich willkommen zu einem Angezockt von Silicon Bread. Heute schauen wir mal, ob Diplomacy is not an option schmeckt oder eher Schmutz ist. Dabei handelt es sich um ein Realtime-Strategiespiel und wir müssen hier eine Burg aufbauen, vielleicht sogar auch wirtschaften, aber vor allem Horden an Gegnern abwehren. Ich bin gespannt, wie sich das Spiel gestalten wird. Ich habe noch keine weiteren Informationen zu dem Spiel und würde sagen, wir gucken einfach direkt mal rein. Ab ins neue Spiel, los geht's! Achso, ja. Bibi. Ja, okay, Demo. Achso, Anleitung erhalten. Ja, machen wir mal mit. Kann ja nie schaden. Lasst uns lernen. Es gibt kein Wissen, das nicht Macht ist. Ziele der Mission. Erledige alle Aufgaben bis zum Ende des Tutorials. 0 von 21. Okay. Ja, ganz nett schon mal diese Grafik irgendwie, die so Bauklotz-steinmäßig aussieht. Finde ich aber gar nicht wild. Ganz im Gegenteil, finde ich für so ein Spiel eigentlich ganz passend. Deswegen hat sich es auch gleich mal meine Attention gezogen. Und ich soll die Kamera drehen. Okay. Ich habe die Kamera gedreht. Wählen Sie das Rathaus. Das ist das Rathaus. Wählen Sie mehrere Schwertkämpfer und oder Bogenschützen. Okay. Töte alle Angreifer. Dann gehen wir mit einem rein. Attacke! Haltet diese Narren auf! Sehr gut. Sie hat keine Chance. Beschwörungszauber wirken. Ohne einen Obelisk kannst du nur Beschwörung zaubern. Okay. Naja, beschwören. Bam. Drücken Sie Alt. Ah, okay. Sehe ich die Gesundheitsleiste? Aus des Bärenpflückers. Jeden Tag verbrauchen deine Bürger und Truppen Nahrung. Um eine Hungersnot zu vermeiden, musst du Nahrung produzieren. Das Haus des Bärenpflückers reicht aus. Wahrscheinlich hier. Nahrung. Haus des Bärenpflückers. Okay. Und wer baut das jetzt? Hier meine Untertanen oder? Wo kommen die Krieger? Ah ja, kommt schon jemand. Laufen da automatisch hin. Mhm. Und jetzt? Ach, Fischerhütte. Okay. Fischerhütte. Schon ein cooles Rathaus. Oh, es wird dunkel. Brauchst mehr Holz. Dann wahrscheinlich ein Sägewerk. Vielleicht hier. Wie lieblich. Die kann ich bestimmt auch jagen und schlemmen. Die Hirschen. Da ist auch mein Bärenpflücker. Oha, was ist jetzt passiert? Es scheint, dass jemand gestorben ist. Ja, nicht nur jemand, es sind drei gestorben. Was ist passiert? Die Leichen von ihren Truppen und Bürgern, die in der Siedlung herumliegen, werden Krankheiten verbreiten. Irgendjemand muss die Toten hier irgendwo begraben. So, okay. Totenbegräberhaus, Friedhof. Alright. Totengräberhaus. Da hinten ist doch eigentlich ein schöner Platz für die Tof, oder? Gibt es hier eine Map? Ja, da gibt es eine Map.
Jetzt nicht unbedingt bei den Bären. Machen wir mal hier hinten, oder? Ja, hier. Und einen Friedhof machen wir daneben. So. Dann muss jemand diese Leichen wegbringen, bevor sich hier eine Seuche ausbreitet. Das sieht schon ganz nice aus, ey. Gefällt mir das Tier. Okay, ja, die werden weggebracht. Schön eingepackt in so Säcken. Wir brauchen neue Häuser. Bauherrenhaus. Was ist das? Bauen ein paar Häuser. Wahrscheinlich hier eher. Haus. Direkt. So, schon mal zwei Häuser. Werden die jetzt dann hier auch auf den Friedhof gebracht? Einer von 256 haben da Platz. Oh je. Okay, wir haben jetzt hier anscheinend 5, 7 pro Tag. 9 freie Arbeiter, 25 insgesamt. Dann haben wir hier Seelenkristalle. Holz. Stein und Eisen haben wir als Ressourcen. Bei Nahrung gibt es wahrscheinlich verschiedene, aber hier nur ein weiter. Bauherrenhäuser. Also je mehr Bauherrenhäuser du hast, desto schneller wirst du die Bauarbeiten beenden. Außerdem gibt es zwei Bauherren im Rathaus. Okay. Das hatten wir hier. Bauherrenhaus. Kann ich? Ach, ich kann die auch drehen. Okay, cool. Mhm. Oh, es sieht lieblich aus. Vielleicht hier. Vielleicht da. Ich baue es einfach mal hier. Was haben wir denn noch? Krankenhaus gibt es dann. Naja, schau, da haben wir schon drei Kreuze. Vermeide es, nebeneinander zu bauen, besonders bei Gebäuden, die einen Arbeiter benötigen. Lassen Sie mindestens eine Kachel frei, damit Ihre Arbeiter die Gebäude erreichen können. Okay. Verstehe. Bauherren reparieren auch Gebäude, das ist gut. Durch Drücken des Autoreparaturknopfes X können Sie dies automatisch tun. Die Ressourcen für die Reparatur werden ebenfalls automatisch abgeschrieben. Okay, X. Da. Alles klar, dann Forschung. Forschung ist gut. Wirtschaftliche und militärische Leben der Siedlung zu verbessern. Einige Forschungen werden freigeschalten, wenn du bestimmte Gebäude errichtest oder verbesserst. Das Forschungsfenster. Okay. Da haben wir jetzt mal das Rathaus, die Kaserne und derzeit haben wir keine Forschung. Aber wir können bequeme Schuhe erforschen, fortgeschrittene Werkzeuge, plus 10% Bau- und Reparaturgeschwindigkeit und hier Holzmauern, Holzturm, Holztor, Wachturm, plus 30% Haltbarkeit. Ja, dann nehmen wir doch erstmal die Schuhe. Los. Geht schon los? Achso, die Recherche beginnt, wenn dieses Fenster geschlossen ist. Okay. Und schon geht's los mit der Krankheit. Na, sauber. Ah, wir haben ja vorhin schon das Krankenhaus entdeckt. Und das bauen wir doch auch gleich mal hier hin. So, und hier hatten wir das Sägewerk. Und dann gibt es auch noch die Steinmine. Naja. Wahrscheinlich können wir das dann auch schon abbauen. Zum Beispiel hier.
So, Krankenhaus ist gebaut. Okay, der Feind greift dich in Wellen an. Außerdem ist deine Siedlung von feindlichen Lagern umgeben. Normalerweise musst du mehrere Angriffswellen abwehren, um zu gewinnen. Du kannst auf die Minikarte sehen, woher die nächste Welle von Feinden kommt. Okay, sie kommt von Süden, Ost. Aber ich brauche militärische Stärke, deswegen wäre es nicht schlecht, wenn wir eine Kaserne bauen. Wofür ich aktuell kein Holz habe. Das ist nicht so gut. Wir bauen einfach noch ein Sägewerk. Fünf Bogenschützen. Kann ich dann Holzmauern könnte ich schon mal bauen. Holzturm, Holztor. Ah ja. Wieso eigentlich nicht? Research complete. Ah, Research is completed. Braucht alles Holz aktuell? Das braucht Holz, das braucht viel Holz. Bauen Sie eine Kaserne. Okay. Wir brauchen mehr Holz, Jungs. Bauen wir da einfach gleich noch ein Sägewerk. Genug Arbeiter haben wir ja. Jetzt sind nur noch zwei frei. Kann ich die jetzt da oben positionieren? Das sieht gut aus. Holz. Wo bringen die das eigentlich hin? Zum Rathaus direkt. Okay. Jawohl. Ich könnte jetzt hier direkt... Ah, es geht durch. Oder wie? Durch den Wald. Ja. Aus. Die da von unten kommen, sorgen wir natürlich dafür, dass die hier nicht einrennen können. Dafür habe ich nicht genug Holz, vermute ich. Die Vermutung ist wahrscheinlich richtig. Aber jetzt geht es hier schon wesentlich schneller mit dem Holz. Aber gucken wir mal, dass wir die Kaserne als nächstes bauen. Die braucht 80, aber ich bin immer ein großer Fan und deswegen... Finde ich das nicht schlecht, dass man gewinnt, indem man Angriffswellen abwehrt. Weil ich bin ein Fan von Einmauern und eher defensiv zu spielen. Aber jetzt brauche ich halt einfach erstmal hier Holz. Auf geht's, gleich haben wir's. Da kommt schon das letzte Holz. Naja. Doch. Was hier hin? Neben dem Krankenhaus. Das passt doch. Witzig, wie die mit ihren Hämmerchen da drauf klopfen. Gut, wir haben die Kaserne gebaut. Jetzt bauen wir 5 Bogenschützen. Kostet Nahrung und ein bisschen Holz. Einen Hammer. Hey. Soll bestimmt gleich hier hochschicken, oder? Oh ja. Hey. Mhm.
Diese. Oh, die Welle kommt. Ja, diese Verteidigungsanlage ist ja gerade noch nicht fertig. Aber das kriegen wir wahrscheinlich auch ohne hin. So, kommen sie denn? Aber vielleicht kommen wir ja trotzdem noch hin, hier ein bisschen einen Wald zu bauen. Ja, komm, bau. Bau! Ja, da kommen sie ja schon. Kann ich hier noch ein paar Krieger beschwören? Ah, gar kein Problem. Aber hier sieht man schön, wie die Pfeile auch teilweise nicht drankommen, wenn die richtig positioniert sind. Gewonnen! Nice. Okay, das war das Tutorial jetzt. Geht's jetzt weiter? Oder war das auch schon die Demo? Ah ja. Research complete. Ach so, ja, da waren wir ja schon. Rückkehr. Jetzt halt Demo. Bleiben Sie so lange wie möglich am Leben. Überlebe und widerstehe feindlichen Wellen. Alles klar, jetzt sind wir in der eigentlichen Demo des Tutorials abgeschlossen. Und wir kennen ja im Prinzip jetzt die Grundlagen. Es pulsiert schon sehr. Oh, die Welle kommt. Enemy forces are approaching. Nicht gut. Hey. Schon mal einen hier hochschicken. Hey. Okay. Bin ja mal gespannt, wie das wird. Ja. Cool, wenn das hier ein bisschen schneller fertig wird. Noch sehe ich keine Welle. Boah, immer hier ist einfach alles offen. Kommt mir hier hoch. Mit den vier Soldaten. Schnell darüber. Sie kommen! Zwar von der komplett falschen Seite. Ja, Mist. Wir müssen sie hier rüber locken. Okay, rein. Toll, ihr steht nutzlos da. Verdammt. Kommt runter. Hallo? Okay. Das war ja in Ordnung. Sehr gut, sollte man schaffen. Nicht gut, gar nicht gut. Research complete. Die Leichen im Kornspeicher gelagert gerade. Und hat einfach hier schon welche umgefahren. Oh je, da kommen sie. Komm hier, mitten rein in die Menge. Na, wo schießt denn du hin? Hier in die Menge. Bam! Okay, Friendly Fire ist anscheinend aus. Kein König, es sind so Bauern, die einfach so rebellieren. Dreh durch. Okay, sehr gut. Was heißt das jetzt wieder? Oh, es beginnt. Oh ja, das Katapult, das macht so viel aus. Schauen wir mal, wie weit man ohne kommt. Hier rein.
geworfen. Ha, ja, das mit dem Katapult ist witzig. Das muss ich sagen, macht fast mit am meisten Spaß. Ja. Ein paar Ritter da, halt ein tapfer Stand, aber es war bitter, dass die da hinten hier nicht schießen können. Aber wie mächtig ist das Katapult bitte? Ja. Toll, im Wald, wo man nicht sieht. Ich schick dir gleich mal so. Oh, oh, oh! Haha! Übertrieben mächtig! Kämpft! Todesstrahl! Ihr habt keine Chance. Okay. Das Übertriebene. Nice. Okay, der Todesstrahl. Viel zu irre, meiner Meinung nach. Das war's. Konnten ihn abwehren. Und jetzt ist Zeit für den Todesstrahl. Okay, ist echt übertrieben stark. Aber die Welle endet auch gerade noch nicht. Sie endet nicht. Feuer mal hier rein. Bam. Ne, wie die 300. Wie die 300 kämpfen sie gegen die Massen der der Perser. Aber jetzt wollen wir nochmal den Strahl sehen. Oh, damit habe ich aber jetzt meine eigenen auch ausgeschalten, sehe ich gerade. Okay, da muss man dann ein bisschen aufpassen. Strahl tötet auch Verbündete. Gut zu wissen. Sogar sehr gut zu wissen. Muss sie aufhalten. Wow, was passiert jetzt hier? Katapult hier nach hinten, los. Die schauen irgendwie ein bisschen anders aus. Oha. Okay, das macht schon Spaß hier. Ich brauche mehr Todesstrahle, glaube ich. Da müsst ihr jetzt alle reinhalten. Alles rein. Bam. Und ein letztes Mal Todesstrahl. Blockiert den. Verstärkung. So. Ruhe. So. Counterangriff. Ja, dann beende ich mal an dieser Stelle mein Angezockt. Und machen ein letztes Fazit. Ich muss sagen, es ist ein Tower Defense Spiel, als Echtzeitstrategiespiel. Mit ständig kommenden Wellen und Zyklen von großen Armeen, die da auf einen zurollen und man bis dahin am besten eine gute Verteidigung aufgebaut hat. Im besten Fall. Und wenn nicht, bedient man sich dann magischen Fähigkeiten, wie wir gesehen haben. Es macht Spaß, diese Horn auseinander zu pflücken, sei es mit der Armee oder dann mit dem Todesstrahl. Ich sehe, das Spiel hat Potenzial, macht Spaß. Mal schauen. Bin gespannt, ob es euch gefällt, ob ihr es euch holt, ob ihr spielen werdet. Mir hat auf jeden Fall die Demo sehr gut gefallen und ich werde es mir überlegen, vielleicht auch mal weiter zu zocken.